Geht los. Willkommen zu einem neuen Video. Es ist heute, joa, nicht wirklich das Kochvideo, es ist ein Experiment. Wir haben hier den Wasserkocher. Wir haben hier Bockwürste. Ich habe übelst Hunger. Noch zwei Bockwürste. Packung. Ja, wir machen heute Bockwurst aus dem Wasserkocher. Ich habe mir gerade das Video angeguckt, wie der Typ das gemacht hat, der das kochende Wasser in die Schüssel gepackt und die Bockwürste reingemacht. Ich will das aber heute mal versuchen anders zu machen. Und zwar machen wir jetzt mal hier den Deckel auf, den Schalter an und wir packen die Bockwürstchen jetzt hier direkt in den Wasserkocher und nicht in die Schüssel, die daneben steht, wie man hört. Deckel zu. Es fängt jetzt an zu kochen. Es ist ja so, man muss ja nicht hier so einen Topf auf dem Herd machen und dann 1000 Jahre warten, bis das Wasser kocht. So ein Wasserkocher geht natürlich schneller, auf jeden Fall. Und das sollte auch im Wasserkocher funktionieren. Ist ja nur ein ja, schneller Schnellkochtopf, wenn man so sieht, wenn man es so sehen will. Also das sollte auch im Wasserkocher funktioniert, wird schon warm. Wasser sollte natürlich kochen bzw. heiß sein. Und ja, ich hole schon meinen Teller. Wurst im Wasserkocher. Der braucht ein Weichen. Ich lasse das Video trotzdem laufen. Wenn man es langsam nicht mehr anpassen kann, dann sollte man aber wahrscheinlich aufhören mit dem Bequatschen. Ich laber hier nur Scheiße, weil ich besoffen bin. Weißt du wie? Also hier war Bockwurst im Wasserkocher. Das Wasser kippe ich natürlich dann weg. Ich will ja noch einen Kaffee trinken danach. So. Ja, wird schon immer heißer. Wir können mal gucken, wie man das leicht sehen kann. Es qualmt schon ein bisschen. Sprudelt schon ein bisschen da unten. Ja, schauen wir mal, wie lange das dauert, bis die Bockwürstchen heiß sind. Lifehack: Bockwurst in Wasserkocher. Na, kann nicht aus. Sind schon bei 4 Minuten. Ich hoffe, die Würste platzen nicht, wenn das anfängt zu kochen. Wird immer heißer. Sieht, es steigt schon ein bisschen Qualm auf. Keine Ahnung, wie viel Grad
Tag so eine Bockwurst aushält. Da steht wahrscheinlich auch nicht auf der Spur. So, wenn man besoffen ist, da macht man halt Dinge, die ein normaler Mensch nicht macht. Aber das riecht schon leicht nach Kokoswasser. Ich nehme eine große Zange, damit ich mich nicht verbrenne. Ich würde sagen, also kochen sollte das Wasser nicht, so wie das jetzt hier richtig heiß ist. Machen wir den Wasserkocher jetzt aus. Man hört, es wird leise. Also wir haben den, also ich habe jetzt den Wasserkocher nur erhitzt, nicht zum Kochen gebracht. Und die Bockwürstchen sehen. Ganz gut aus. Ich versuche die jetzt mal hier rauszukriegen. Wenn es funktioniert. So. Man sieht, die Bockwürste in Qualm, hoffentlich im Video. Ich kann jetzt gerade nicht gucken. So. 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 Sieht. Die Bockwürste in Qualm, also ja, fassen sich auch heiß an. Probier mal. Schmeckt auf jeden Fall nach heißer Bockwurst, wenn man jetzt noch ein Brötchen dazu hätte. Dann ist das wie aus dem Topf. Die beim Bäcker oder bei der Tanke, die haben ja auch so ein Ding, wo einfach nur Wasser gekocht wird und dann aufgegossen wird und dann heiß geworden wird. Das ist auf jeden Fall eine schöne Alternative zum Kochtopf, der natürlich länger braucht zum heiß werden auf dem Herd als so ein Wasserkocher. Ja. Bockwurst im Wasserkocher kann man auf jeden Fall mal machen für eine schnelle Snackzeit. Und dann ist das ganze Thema erledigt. Danke fürs Zusehen.